So, hier sind wir wieder. Und zwar zur fünften Folge. The Evil Within. Und wir erledigen jetzt mal die bescheuerten, voll verkrüppelten Wichser hier. Sorry, dass ich mich so ausdrücke, aber anders kann ich sie nicht nennen. Wir probieren jetzt, uns anzuschleichen. Und bam in den Kopf. Das Problem ist, irgendwann wird man unvorsichtiger, wenn man das mehrmals probieren muss. Also ich muss auch sagen, dass ich vorher schon mal eine Aufnahme gemacht habe und dann wieder in so eine scheiß Falle reingerannt bin. Und ja, ich dachte dann, ich beginne die Folge halt noch mal neu, damit ihr mich nicht immer nur sterben seht. Wir warten jetzt, bis er und versuchen das mit dem Anschleichen nochmal. Ah, es könnte knapp werden. Rein damit. Ach. Schön. Schön, schön, schön. Wir haben eine Fackel. Zuerst haben wir einen Spritzer, jetzt haben wir eine Fackel. Ich glaube, ich kann auch außen rum gehen. Er hat mich gesehen. Ist er jetzt in die Falle reingerannt? Gut. Okay. Ich heile mich gleich. Vorher hatte ich das Menü mal. Ah ja, genau. Dann habe ich die Spritze, die ich auf die 1 setze. Die hier setze ich auf die 2. So. War jetzt nicht das Klügste, was ich je gemacht habe, aber es hat irgendwie geklappt. Da ist auch noch einer. Nee.
Der kann ich auch schlagen, sehr gut. Okay. Oh, scheiße. Ihr Spacken geht weg. Oh. Oh, jetzt bin natürlich ich wieder angeschlagen. Ich warte sehnlichst auf einen Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Oh. So. Jetzt kann ich ein bisschen beruhigter weitermachen. Hier weg. Ich humpel natürlich. Oh, ein bisschen schneller bitte. Weg von dir. Ja. Da hast du recht, mein lieber Junge. Gottverdammt! Oh. Zwei, überlebt. Speichern. Nächstes Kapitel. Die Klauen der Horde, Kapitel 3.
So, ich steuere wieder. Die nicht aufmachen. Vielleicht ist der doch was. Nein. Ich brauche unbedingt Leben. Ah, hier. Gleich reinhauen, das Zeug. So. Noch was hier? Nein. So, das ist jetzt noch die Ruhe vor dem Sturm wieder, ne? Munition. Tut mir so leid. Ich bekomme sonst nie Nachrichten auf Facebook und das natürlich, wenn ich spiele, die ganze Zeit. Aber ich muss die verbrennen, damit ich hier durchkomme. Nehme ich jetzt eigentlich Schaden? Wer hat mich beobachtet? Ja. Wäre nett, wenn mir die Tür schon aufgemacht wird. Das hätte ich gerne auch zu Hause. Weil es überhaupt nicht gruselig ist. Bin ich denn hier gelandet? Scheiße. Ach, langsam kennst du es doch, oder? Tatsächlich noch gelebt? Nein, jetzt ist das andere gekommen. Munition alle?
Tür eingeschlagen? Warum? Die war doch offen. Sehr gut. Ah. Ich will bitte die Axt wieder. Scheiße, wenn die nur einmal benutzen kann, das ist ja super. Wieder unbedingt leben. Das wird mich wahrscheinlich hier immer verfolgen, dass ich Leben brauche. Ja, jetzt auch nichts. Okay. Besser als nichts, ne? Da. Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Bevor wir dem netten Herrn folgen, würde ich diese Folge hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit den Folgen beenden, ne? Das geht ja immer so mega gut. Aber wir werden es hinkriegen. Und zwar jetzt.